Du willst persönlich adressierte Werbepost online drucken und direkt zustellen lassen? Dann bist du beim Dialogpostservice von FlyerAlarm Mailings genau an der richtigen Adresse. Öffne FlyerAlarm-Mailings.com und wähle den Menüpunkt Dialogpost aus. Klicke oben auf den Konfigurator. Mit einem weiteren Klick auf die Produktkachel wählst du dein Druckprodukt aus, also zum Beispiel ein kuvertiertes Mailing. Sobald sich der Produktkonfigurator geöffnet hat, legst du die Eigenschaften für dein Druckprodukt fest. Bei kuvertierten Mailings definierst du zuerst den Umschlag. Danach klickst du auf Speichern und konfigurierst auch den Innenteil. Nur die Personalisierung deines Mailings, also Schriftart und Schriftgröße der Adressdaten, wird erst nach Abschluss der Bestellung festgelegt. Bist du mit den Eigenschaften für den Innenteil fertig, klickst du noch einmal auf Speichern. Wenn du möchtest, kannst du auch noch eine Beilage für dein Mailing auswählen, also zum Beispiel einen zusätzlichen Flyer oder eine Grußkarte. Das ist aber kein Muss. Wichtig! Bevor du weitergehst, lade dir rechts das Datenblatt und die Excel-Vorlage herunter. Beides ist extrem hilfreich zum Anlegen deiner Druckdaten und zum Anliefern deiner Adressen. Sobald du in das Feld Auflage gesamt die Anzahl deiner Mailings einträgst, errechnet sich rechts eine grobe Preiskalkulation. Lege fest, ob du nur innerhalb Deutschlands oder auch international versenden möchtest. Danach wählst du deine Versandart aus. Fahre mit der Maus über das kleine i und lese nach, welche Vorteile dir die verschiedenen Optionen bringen. Im Anschluss klickst du auf Speichern. Bei Bedarf kannst du deine Auswahl zurücksetzen, sie für später vormerken oder du legst sie direkt in den Warenkorb und kommst zur Bestellübersicht. Hier prüfst du deine Posten noch einmal genau ab und kannst bei Bedarf eine Zusatzoption wie Digitalproof oder Premium-Adresse hinzufügen. Klicke auf das kleine i für mehr Informationen dazu. Aus Produktionsgründen bleibt beim Offset-Druck immer eine gewisse Restmenge unadressierter Mailings übrig. Wähle Ja, Restmengen bitte zusenden aus, wenn wir dir den Rest deiner Sendung zuschicken sollen. Wenn du einen Gutscheincode hast, trage ihn hier ein. Danach wählst du den Zeitraum für die Verteilung aus, vergibst deinen Auftragsnamen und klickst auf Weiter. Hast du dich bis jetzt noch nicht im FlyerAlarm Mailings Shop angemeldet, holst du das jetzt im neu geöffneten Fenster nach. Ansonsten gelangst du direkt zur Rechnungsadresse. Überprüfe deine Daten und gib an, wer für den Inhalt deines Mailings verantwortlich ist. Der oder die Verantwortliche erhält im Anschluss einen digitalen Auftragsverarbeitungsvertrag von FlyerAlarm Mailings als Downloadlink. Klicke dann noch einmal auf Weiter. Über den Button Daten auswählen lädst du deine Adressdaten hoch, die du mit unserer Excel-Vorlage angelegt hast. Übrigens, an dieser Stelle nehmen wir im Hintergrund eine automatische Porto-Optimierung für dich vor, damit du deine Mailings immer zum günstigsten Preis versendest. Bestätige die Datenschutzbestimmungen und klicke auf Weiter. Nach der erfolgreichen Adressdateiprüfung gehst du weiter zum nächsten Schritt. Hier siehst du jetzt noch einmal alle Infos und Kosten zu deinem Auftrag. Bestätige die AGB von FlyerAlarm Mailings und von der Deutschen Post und klicke noch einmal auf Weiter. Danach bezahlst du deine Bestellung mit dem gewünschten Zahlungsmittel und erhältst deine Bestellbestätigung inklusive Auftragsnummer. Jetzt musst du noch deine Druckdaten hochladen und die Bestelldetails deiner Personalisierung festlegen. Klicke dafür auf den Button zum Datenupload und springe ins Kundenkonto. In deine Bestellung wählst du zuerst unter Personalisierung Position festlegen aus. Entscheide dich durch einen Klick in die Dropdown-Menüs für eine Schriftart und eine Schriftgröße und ändere bei Bedarf die Adressdatenanordnung. Bist du zufrieden mit deinen Einstellungen, klickst du auf Änderungen speichern. Danach geht's weiter zum Druckdaten-Upload. In den Bestelldetails werden dir die Eigenschaften deines Mailings noch einmal aufgelistet. Du kannst dir hier dein Datenblatt mit allen Druckhinweisen herunterladen, falls du es vorhin nicht getan hast. Klicke auf Druckdaten hochladen, wähle deine Druckdatei aus und bestätige noch einmal mit Hochladen. Fertig! Im Auftragsstatus in deinem Kundenkonto kannst du jetzt jederzeit einsehen, wie der aktuelle Stand deiner Sendung ist. Und zwar vom Druck bis zur erfolgreichen Auslieferung an deine Adressliste. Hast du noch Fragen? Dann sende uns doch gerne eine E-Mail an info@flyeralarm-mailings.com. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Channel für weitere nützliche Tutorials.
Danke fürs Zuschauen und bis bald!